Wesslin, eine Frage. Du, Pascal, eine Frage. No. Je m'excuse, hein? Es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Hein? Was seid ihr noch mal alle? Am Theo kann es nicht liegen. Ein Chardonnay-Steck 95 mit Apfelgeschmack. Ja, noch. Ein alter Hase bewährt sich auch in einer heiklen Phase. Eine Frage. Du hättest nicht zufälligerweise Lust, mit mir zusammen zurückzutreten? Minu, Sammy, ich habe dich gesagt, nein. Frag doch Pascal. Das habe ich auch probiert, aber ich glaube, er weicht mir aus. Du, Pascal, eine Frage. Gut, Sammy, ich würde gerne mit dich zurücktreten, aber ich finde einfach keinen Grund dafür. Oh, da kann ich dir schon helfen. Du steckst doch mit diesen tragen Baronen in Kolumbien unter ihrer Decke. Aber... Du gehst um so wie ein Sturmshuhn in der Weltgeschichte rumgefahren. Das ist dann noch lange keine Aussenpolitik. Aber Sammy, wie sprichst du mit mich? Excusez. Hat er nur helfen, im Ansatz einen Grund zu finden, um. Also ehrlich gesagt, ich habe eigentlich auch keinen Grund. Hast du nicht? Nein. Das heisst, ich hatte einen. Aber jetzt habe ich ihn vergessen. So? Grüezi miteinander. Bist immer noch da, Samuel? Was machst du denn hier, da, Silvia? Was? Echt? Ihr wisst, der Christoph isst noch ganz gern ein Servila. Kann ich da grad einräumen? Mais c'est pas vrai. Mach sofort das Fliegen, bitte. Gut, dann warte ich draussen. Aber mach nicht zu lang, gell? Hast du deinen Grund? Dein SVP will dich weghaben und Christoph zurück in das Bundesrat. Das ist nicht mehr meine SVP, Mischlin. Ich bin jetzt ihr Dings, ihr. Wie heisst jetzt meine Partei neuerdings? BPD oder irgend so etwas? Was meinst du? Wie wär's, wenn ich hier würde, in das Eckchen sitzen, ganz still bleiben? Und warten, bis Gras über alles gewachsen ist. Das wird nicht funktionieren. Was haben die alle gegen mich? Du, deine SP haben mich auch im Stich gelassen. Das ist doch wie... Lasst euch nur nicht stören. Ich habe nicht lang. Wir von die SP müssen machen, unsere Politik. Ich arbeite gerade an wichtigen Dossier über alle Arme und Unterdrückte in dieser Welt. Excuse. Ja, ich habe sie gesehen, deine Dossier. Ein Buch heisst «Die Erotik der Macht». Ein anderes «Die schönsten Frisuren in der Politik». Und noch ein anderes «Leben als Buddha in der Schweiz». Das gehört Moritz. Ja, siehst du, ihr seid ja auch nur noch mit euch selber beschäftigt. So, Deli. Ich glaube, da kommt er ganz gut zur Geltung, oder? Du heilige Bimbam. Mordieu. Ich mag einfach nicht mehr länger der Topo sein, weisst du, Mischlin? Wenn wir könnten in Corporé zurücktreten, dann wäre das ein solidarischer Akt der Gesamterneuerung. Pascal, ja?
Sammy will das Gesamterneuerung von die Bundesrat. Ja, da wären wir aushelden. In einer schwierigen Zeit würden wir unserem Land ermöglichen, mit neuen, frischen Kräften vorwärts zu kommen. Also, du meinst eine großzügige Geste von die König an seine Volk, ja? Genau. Das finde ich eine ausgezeichnete Idee. Alle zurücktreten und neue Leute an. Der Bortoluzzi wird Verteidigungsminister, der Mörgeli Innenminister und ich würde mich dann fürs Außenministerium zur Verfügung stellen. Ihr sagt, wenn ihr so weit sind. Ich warte draußen. No. So nicht. Ich bleibe in einer schwierigen Zeit. Die Kapitän, er bleibt an Bord. Ich muss auch bleiben und befrieden die Sudan. Und Hans-Rüdi geht zum Glück besser und bleibt vielleicht auch. Und Moritz will noch durchsetzen, dass Stromrappen für Fleischesser. Tut mir leid, Sammy. Ja, da werde ich nicht einkommen müssen bleiben. Weil, den Grund habe ich jetzt vergessen. Da will wieder Sammy B. Ganz einfach. Hoppla.